Hello Games. Mit der Havoc Engine und Power by Gedöns. Und damit willkommen zu Let's Play No Man's Sky. Ein Spiel, auf das ich schon relativ lange gewartet habe, seit vielen, vielen Jahren, seitdem ich das erste Mal davon gehört habe. Ein Science Fiction Survival Erkundungsspiel, sage ich mal. Worum geht es eigentlich? Ich starte erstmal das Spiel und dann gucken wir mal, wo wir landen und dann labern wir erstmal. So, und damit sollten wir auch schon mehr oder weniger drin sein. Wir starten jetzt hier auf dem Planet von Petarika in der Euclid-Galaxie. Es gibt leichten Regen und Gedöns und hast du nicht gesehen? Ich habe jetzt gar nicht jetzt alles gelesen, was jetzt dieser Planet alles genau hat. No Man's Sky. Ein wirklich mehr oder weniger Erkundungsspiel. Das Ziel des Spiels ist es halt, irgendwann mal ins Zentrum des Universums zu fliegen. Warum? Wissen wir nicht. Wir wissen nicht mal, wieso, weshalb, warum sind wir hier bruchgelandet, mehr oder weniger mit einem kaputten Schiff. Und wer ist eigentlich Paul? Ich habe keine Ahnung. Und ich habe auch noch keine große Ahnung hier von der Steuerung und ähnliches. Das werden wir jetzt hier alles gemeinsam angehen. Es ist jetzt hier quasi Release-Tag für den PC. Noch dazu ist halt, die PC-Version ist nicht so optimiert derzeit. Es wird noch dran gewerkelt und hast du nicht gesehen. Und das heißt, wenn es zu Frame-Einbrüchen kommt und Bugs und ähnliches, dann liegt es halt daran, weil lange, lange Geschichte. So, zuerst denke ich mal, müssen wir überhaupt unser Raumschiff hier mal irgendwie in Gang bringen, ne, da, ne, so was hier, wenn es hier so hängt. Das liegt halt daran, weil PC-Version ist noch nicht aktiviert. So, Startschubdrüse kritisch beschädigt. Tab drücken, um Inventar zu öffnen. Ja, mache ich gleich. Ne, also, No Man's Sky ist ein Spiel, wo es nicht direkt eine richtige große Story gibt, der man halt wirklich folgen kann. Es gibt wohl Story-Stränge, denen man so ein bisschen halt folgen kann, indem man sie halt entdeckt. Aber sie werden nicht unbedingt vom Spiel selbst geleitet. Ne, so wie das halt sonst bei irgendwelchen Singleplayer-Spielen ist. No Man's Sky ist auch kein... Ist nicht das große Multiplayer-Spiel. Ne, der Fokus liegt halt wirklich am Erkunden, am Entdecken dieses Spiels. Und am Spaß haben mit all dem, was du halt so erkunden kannst. Wer hier große Action erwartet, gleich wieder abschalten. Gleich wieder irgendwo anders hingucken. Keine Ahnung, geht ein Call of Duty Commentary gucken oder sowas. Ne? Hier nicht. Wir nehmen uns auch hier relativ viel Zeit. Ich werde vielleicht auch ein bisschen länger auf dem einen oder anderen Planeten verweilen, je nachdem, wie das halt alles so ist. Und wir nehmen uns halt wirklich einfach die Zeit, ein Spiel zu erkunden, das dafür gedacht ist, erkundet zu werden. Mehr oder weniger. Wir werden nicht jeden Planeten erkunden, weil No Man's Sky besitzt, waren das 18 oder 16 Trilliarden Planeten so in dem Schnitt. Ich könnte es jetzt nachgoogeln, tue ich jetzt aber nicht. Es gibt auf jeden Fall so unfassbar viele Planeten, das kann man sich nicht vorstellen. Die Unendlichkeit kann man sich schon nicht vorstellen, aber diese Trilliarden an Planeten, die es halt gibt, die kannst du dir auch nicht vorstellen. Ne? Jedenfalls, es könnte ein bisschen lange dauern, dieses Projekt, und ich bin gespannt, was daraus wird und vor allem halt auch, was das Spiel zu bieten hat. Ja? Weil ich habe zwar hier und dort halt mehr oder weniger so ein bisschen so die Entwicklung des Spiels verfolgt, weiß halt grob, worauf ich mich einzustellen habe. Jetzt aber hier so steuerungstechnisch habe ich keine Ahnung. Aber das wird schon. So, erstmal. Wir müssen unser Schiff reparieren, damit wir dann irgendwann mal von diesem Planeten runterkommen. Um dieses Schiff zu reparieren, brauchen wir
jede Menge Ressourcen, mit denen wir das dann craften können und sowas. Das kriegen wir auch hin, glaube ich, hoffe ich, eventuell. Ich habe keine Ahnung. So, die Startschubdüse, meine Güte, fängt ja gut an. So, wichtige Ausrüstung zum Starten und Landen. Der Nutzer wird daran erinnert, dass zum Aufladen der Schubdüse Plutonium erforderlich ist. Für die Startprozeduren sind vor der Aktivierung ausreichende Treibstofflevels nötig. Zum Abheben vom Planeten, ja gut, dann müssen wir erstmal reparieren, bevor wir irgendwie was abheben. So, mit Tab kann ich mein Inventar öffnen, da haben wir eine von den 4 Karree-Platten, die wir brauchen, um, sag schon, die Startschubdüse zu reparieren. Das kann ich, wenn ich jetzt hier das ausrangieren, ist da, Objekte übertragen und bewegen und stapeln. Ah, okay. Okay. So, wie sieht denn das hier aus? Ich habe, wie gesagt, ich habe noch keine Ahnung von der Steuerung. Deswegen, wir werden das hier relativ simpel, relativ hoffentlich schnell hier alles kapieren, wie das alles zu funktionieren hat. Aha, da kann ich Produkte herstellen. Na, jetzt bräuchte ich dafür Eisen. Und hast du nicht gesehen, das sind wohl die Dinger, die wir alle herstellen können. Okay, was haben wir noch? X-Objekte übertragen. Wir haben wahrscheinlich keine Objekte, ne? Vom Exo-Anzug-Inventar. Okay, ich drücke meine falsche Taste, das fängt schon gut an. Der Exo-Anzug, das ist wahrscheinlich der Anzug, den wir haben. Da kommen wir auch nochmal später drauf zu. Jetpack haben wir, Lebenserhaltung brauchen wir, Gefahrenschutz ist auch nicht verkehrt. Gut, das ist wohl unser ganz normales Inventar. Okay, warte. Ah, jetzt habe ich schon wieder falsche Taste gedrückt. Und das Multiwerkzeug, das können wir später auch noch aufrüsten und sowas. Das muss sowieso noch weiter repariert werden. Hier haben wir, komme ich gleich drauf zu. Erstmal, glaube ich, gehen wir erstmal raus. Wie komme ich denn hier raus? Mit E. Okay. So, Wiederherstellungspunkt gespeichert. Yay! So, ja, wir können jetzt hier erstmal hier alles erkunden, was wir so finden. Wir haben auch da unten rechts so eine kleine Anzeige über das, was wir so zu tun haben. Startschubdüsen reparieren und jetzt habe ich es auch schon nicht mehr. Teleportiere beliebige Gegenstände vom Exo-Anzug zum Klingens und die Eisen von kleinen Felsen sammeln. Alter, es geht mir alle viel zu schnell. So, Frachtabwurf. Was haben wir denn da? Schildsplitter. Eier. Ich weiß zwar nicht wofür. Hier haben wir irgendwelche Isotope drin. Plutonium, das ist das, was wir schon brauchen für zum Herstellen hier. Was haben wir hier? Frachtabwurf. Nichts gefunden. Oh. Und hier ist beschädigte Maschinerie. Neue Technologie entdeckt. Wow, das geht ja jetzt schon super los. Deflektorschild, Begleiteinheit. Der Energieschild des Raumschiffs wird verstärkt. Gewährt zusätzlichen Schutz vor Laserfeuer, heranfliegenden Projektilen und Zusammenstößen mit Weltraumschrott. Yay, Weltraumschrott! Funktioniert automatisch nach dem Bau im Raumschiff Inventar des Nutzers. Okay. Okay. So, sonst hier noch. Was? Da brauche ich einen Atlas Pass V1. Kann ich sowas herstellen? Überbrückungsschip, Warpzelle. Mikrodichtes Gewebe, Karieplatte, Elektronendampf. Achso, okay, das ist weiter unterteilt. Okay. Ich weiß nicht, wo ich so einen Atlaspass herbekomme, aber ich denke mal, das kriegen wir noch raus. So, da haben wir unseren. Wo ist er? Keine aktive Technologie. Ah, da! Das Multi-Werkzeug. Mit dem Multi-Werkzeug können wir Sachen hier abbauen. Ablasern, indem wir einfach mal draufhalten. Jetzt kriegen wir hier ein Isotop, in dem Fall Kohlenstoff, mit dem wir dann halt auch wieder Sachen herstellen können und hast du nicht gesehen. Hier Eisen, das brauchen wir auch. Einfach mal gedrückt halten, man hat da so an diesen kleinen Diamanten da eine Haltbarkeitsanzeige, wie lange das Ding noch hält. Und ja, wenn das halt aufgebraucht ist, haben wir den ganzen Felden zerstört. Oben rechts, wenn ihr mal hinguckt, da haben wir so eine Leiste, das ist der Überhitzungsstrahl unseres Dingens und hallo. Was bist du? Hallo? Der scannt mich, ne? Äh,
Okay. Der hat gerade gescannt, was ich da abgebaut habe und hat dann mich gescannt. Bellt er mich jetzt im Auge oder was? Ist ja super. Dann wollte ich doch nochmal gucken. Nee, hier. Kriege ich hier nochmal Informationen über den Planeten, auf dem wir gerade sind. Genau. Wir haben hier ein Biom mit leichten Regen. Wir haben Wächter, die sind normal. Ich glaube, vorher waren sie friedlich. Oder sowas. Flora umfassend. Und Fauna alltäglich. Das kann ich auch noch alles umbenennen und dann hochladen. Und das Hochladen gibt mir noch Units. Ich weiß noch gar nicht wofür. Dann hier. Reise. Das sind unsere quasi wichtigen Achievements und halt Statistiken und hast du nicht gesehen. Steuerung, Option, Grafik. Ja, gut. Ja. Apollo, nächster Meilenstein, Pathfinder in 5 Meilensteinen. Ja, okay. Gut, müssen wir aber 5 Meilensteine erreichen. So, dann unten links haben wir einmal unsere Lebenserhaltungssysteme. Das ist quasi hier sowas wie, ich kann mir vorstellen, hier Sauerstoffzuführung für unseren Anzug und hast du nicht gesehen. Haben hier nochmal die Anzeige da. Sonst haben wir unseren Planeten, wie hoch die radioaktive Tendenz ist. Ist derzeit bei 1,1. Wie viel Grad wir hier haben, das ist 16,8. Ich würde das gerne irgendwie nochmal anzeigen lassen hier. Und 10,2 Tox. Ich glaube, das sind die giftigen Werte oder sowas. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit das viel ist oder nicht. Ich habe keine Ahnung. Erstmal nehmen wir hier den ganzen Planeten auseinander, damit ich erstmal hier ein bisschen Kohlenstoff habe. Und hast du nicht gesehen? Ist ja alles nicht verkehrt. Eisen kann man auch immer gebrauchen. Kommt der wieder an? Ich weiß nicht, ob das gut ist, wenn der in der Nähe ist. Okay. Hat sich das gerade in Rot verfärbt? Warte mal. Nee, warte. Hier, Entdeckung. Der Planet von Petarica. Okay, welche sind normal? Weiß ja nicht, was ich davon halten soll. Und das war Plutonium und Kohlenstoff auch noch. So. Ich weiß auch nicht, inwieweit ich hier wirklich alles auseinandernehmen soll. Ich bin mir noch sehr, sehr unschlüssig darüber, was ich hier eigentlich mache. Ich weiß halt nur, wir brauchen viel, viel Materialien. Und wir sollten eigentlich nicht zu sehr wahrscheinlich die Aufmerksamkeit dieser komischen Droiden auf uns ziehen. Ich glaube, da haben die irgendwie was dagegen. Was genau, kann ich derzeit noch nicht sagen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das, ne, nicht ganz so prickelnd ist. So. Hier, das haben wir noch nicht benutzt, ne? Trümmer, Notrufsignal. Die Realität scheint sich zusammenzufalten. Im einen Augenblick sehe ich Trümmer, im anderen eine riesige rote Kugel. Fast zu groß und zu hell, um sie anzusehen. Sie kennt mich in- und auswendig, viel besser, als ich mich jemals selbst kennen könnte. Könnte das etwa das Gesicht der Schöpfung sein? Oder werde ich gerade erwacht? Und noch benommen manipuliert? Ein Name brennt sich in meinem Verstand ein. Atlas. Und eine Bitte wortlos geäußert. Ich soll dem Weg folgen, den dieses Wesen, der Atlas, für mich bereitet hat. Führung, Ablehnung, Freikunde. Wir nehmen mal die Führung des Atlas an. Ob das jetzt gut ist, ich habe keine Ahnung. Was? Ich spüre, wie mich das warme Gefühl der Anerkennung geführt. Ich war verloren, doch nun bin ich gefunden. Der Atlas weiß meine Loyalität zu schätzen und ich bin mir sicher, dass er sich mir bald erkenntlich zeigen wird oder sowas. Ich habe keine Ahnung. So. Wir können auf jeden Fall schon welche von diesen Karitplatten herstellen. Hier. Yay. Eine von allen. Wir bräuchten aber noch mehr Eisen, um noch mehr herzustellen. Wie viel brauchen wir dafür? 50. Und zwei davon brauchen wir noch. Ne, es kann ja lustig werden. Wir haben auch da hinten hier so ein Fragezeichen. Das sind immer so Sehenswürdigkeiten, wo dann vielleicht irgendwie was sein kann. Irgendwie so ein Ort oder sowas. Es ist wirklich wow. Jeder dieser einzelnen Planeten ist so unglaublich riesig. Und du hast einfach so viele von denen. Diese ganze Galaxie, wir sehen das später nochmal, wenn wir dann halt
in Weltraum gelangen und so was. Wie groß das alles eigentlich ist. Das ist wirklich... Wow. Also wirklich einfach nur wow. Ja, und alles hier drumherum ist alles so computergeneriert, alles prozedural generiert. Sowohl die Pflanzen, die Umgebung, die Tiere, sogar die Farben der Tiere, die Geräusche, die sie dann teilweise machen und die Namen und... Hast nicht gesehen? Der Ayehi-Sumpf. Aha. Das können wir halt auch noch alles umbenennen, wenn wir halt lustig sind. Es ist wow. Also, ich habe mich lange auf das Spiel gefreut und ich freue mich tatsächlich, das jetzt endlich spielen zu können. Es kann natürlich sein, dass es wirklich nach einer langen Zeit relativ repetitiv wird, durch viel immer dasselbe machen. Einfach Rohstoffe absammeln und irgendwann von Planet zu Planet düsen, nur um halt nochmal irgendwie zum Zentrum der Galaxie zu kommen. Ich denke aber, dass halt vieles durch die Erkundung von einfach allem viel wieder wegmacht. Es ist halt wirklich ein Erkundungsspiel. Und sich erfreuen an allem, was man so finden kann. Auch wenn es jetzt derzeit wirklich nur Farmerei ist. Wir suchen jetzt erstmal nur nach Rohstoffen, um überhaupt irgendwie voranzukommen. Ja. Aber auch sowas gehört dazu. Und da fliegen Raumschiffe herum. Sind keine anderen Spieler, das sind tatsächlich einfach von der KI generierte Dinger. So, warte mal. Können wir noch mehr Karibplatten herstellen? Kalt ist aufeinander stecken? Nein? What? Okay, dann lasse ich das erstmal so, wie es ist. Da haben wir ja nochmal so eine Kapsel. Was haben wir denn da? Neue Technologie entdeckt. Cool. Ach, jetzt habe ich es gar nicht gelesen. Ah. Fängt ja schon gut an. So, was haben wir hier? Ups. Da. Plutonium. Kann man immer gut gebrauchen. Man weiß zwar noch nicht wofür. So, warte. Ich kann auch noch mal kurz drauf eingehen hier im Inventar. Wir bekommen mehrere Arten an Rohstoffen. Beispielsweise hier Isotope. Das ist sowohl Plutonium als auch Kohlenstoff. Hier ein Oxidelement, Eisen. Später kommt da, glaube ich, noch Zink dazu. Hast du nicht gesehen. Dann gibt es noch irgendwas mit S und noch mehr. Also, die sind halt wirklich unterteilt in verschiedene Oberkategorien. Dennoch brauchst du halt einzelne Komponenten, um dann später irgendwas anderes herzustellen. Aber die Tatsache halt, dass du jetzt hier Isotope oder sowas eingesammelt hast, ist, glaube ich, gut für sowas. Weil, also hier unseren Bergbaustrahl, den können wir jetzt wieder auffüllen mit Energie. Der ist jetzt derzeit mit seiner Energie nur noch bei 18%. Wenn er keine Energie mehr hat, können wir ihn nicht mehr benutzen. Das heißt, wir müssten dann theoretisch halt erstmal irgendwo Isotope halt aufsammeln, den damit aufladen und dann ist er dann wieder einsatzbereit. Ne? Genauso gut gibt es halt später auch noch andere Dinge, die sind dann halt wieder befüllbar mit Oxidmetallen oder wie auch immer die jetzt hießen. So, den Scanner können wir auch reparieren. Machen wir mal eben. Und den können wir jetzt mit C dann aktivieren. Das probieren wir auch mal gleich aus. Hier einmal kurz auffüllen mit Kohlenstoff. Da ist er einmal komplett aufgeladen. So, und drücken wir mal C. Ah, okay. Und dann wird mir jetzt hier überall alles, was er jetzt hier scannen konnte, hier genauer angezeigt. Hier irgendwas zum Schild aufladen, da sind noch Isotope, da ist noch irgendwie was, ne? Und also ein Spaß. Erstmal hier zu Ende angucken. Hier sind noch Schildsplitter, oder einer zumindest. Und, ne? Damit ersparst du dir halt so ein bisschen so dasselbe Abgesuche und dasselbe drauf aufmerksam werden, was du denn überall finden kannst. Und, ne, weil hier sowas hätte ich so nicht gefunden. Wow. Schild auf Maximum. Toll. Ja.
So ist das. Na, also, wir werden viel erkunden. Wir nehmen vielleicht nicht jeden Planeten wirklich so gänzlich auseinander, aber einiges auf jeden Fall. So, jetzt will ich da aber an das blaue Ding ran. Muss ich jetzt hier einmal hier dieses Eisenvorkommen vernichten.